wieder richtig eingeschaltet, um ordentlich zu sparen hier bei Pearl TV in unserer Sale-Out-Sendung. Und heute haben wir wirklich fantastische Produkte. Egal, ob Sie vielleicht mal wieder Ihr Fahrrad aufpumpen wollen oder einfach mal auf Vordermann bringen. Vielleicht auch einfach mal das Auto wieder an den Start bringen. Auch da braucht man manchmal das ein oder andere Zubehör. Ja. Und vielleicht auch mal einen unbestechlichen Zeugen im Auto haben. Also das ist wirklich super. Am Ende zeigen wir Ihnen auch noch eine Speicherkarte und die auch noch zum Spitzen-TV-Sonderpreis. Also unbedingt dranbleiben, weil das, was wir Ihnen hier zeigen, ist wirklich super praktisch. Nützliche kleine Helferlein, von denen ich behaupte, dass man sie eigentlich dann doch, wenn nicht zu Hause, dann doch zumindest mal im Auto dabei haben sollte. Denn beim Autofahren oder Autofahren an sich ist eine schöne Angelegenheit, ja, wenn alles vernünftig läuft, wenn die Reifen gut aufgepumpt sind, wenn die Inspektion gemacht ist, Öl ist drin, Batterie ist voll und so weiter, ist Autofahren eine ganz tolle Angelegenheit. Nur es gibt dann eben auch mal Situationen, wo ein Auto dann eben auch schon mal so ein bisschen muckt. Sie wissen, Sie haben Verschleißteile da dran. So ein Reifen kann mal eben etwas zu voll oder zu leer sein. So eine Autobatterie kommt dann auch mal ganz einfach in die Jahre. Und da ist es sinnvoll, wenn man ganz einfach mal so einen nützlichen kleinen Helfer hat, denn der nimmt vielen Situationen im Alltag ganz einfach mal den Schrecken. Fangen wir mit dem klassischen Radwechsel an. Ja, man sagt ja immer O bis O, Oktober bis Ostern oder Ostern bis Oktober mit der Sommerbereifung. Da wird jetzt der ein oder andere, gerade auch bei diesen doch etwas gestiegenen Temperaturen, die Sommerreifen draufgezogen haben. Naja, und nicht nur die Reifenwechsler, die Kfz-Werkstätten sagen ja immer so nach 50 bis 100 Kilometer sollte man nicht nur die Radmutter mal nachziehen, sondern gerade auch bei diesen Temperaturschwankungen im Moment macht es immer mal Sinn, nach dem Reifendruck zu schauen. Ich heb da immer mahnend den Zeigefinger und kann immer nur mit auf den Weg geben. Die Reifen sind der einzige Kontakt zur Straße, den sie haben. Insofern sollten Ihre Reifen nicht nur vom Profil her, sondern bitte auch vom Luftdruck so angepasst werden, dass also immer der optimale Fall besteht. Sie wissen, ein falscher Luftdruck kann natürlich mitunter zu einem etwas schwammigen Fahrverhalten führen, kann den Bremsweg verlängern, kann den Spritverbrauch nach oben treiben. Alle diese Dinge wollen Sie natürlich nicht unbedingt haben. Nur jedes Mal dann zur Tankstelle fahren, Sie kennen das ganze Dilemma und so weiter, und da den Reifendruck prüfen, die haben immer das Dach verkratzt mit so einem blöden Schlauch. Nein. Ach, und umparken willst du ja auch nicht andauern, du kommst nicht immer dran, ist nicht immer so praktisch. Und deswegen haben wir jetzt hier eine Akku-Kompressor-Luftpumpe, die genau diese Aufgabe übernehmen kann. Nämlich ganz einfach mal die Kontrolle des entsprechenden Reifendrucks und natürlich auch die Anpassung des Reifendrucks. Und wir wissen das alle, letztes Wochenende hat man, glaube ich, um die 30 Grad in Teilen von Deutschland. Diese Woche sind es etwas mit 4 oder 5 Grad. Ja. Bei Wärme dehnt sich natürlich der Druck in einem Reifen oder die Luft im Reifen aus. Bei kalten Temperaturen zieht sie sich zusammen und das ändert natürlich den Druck in Ihrem Reifen und damit natürlich auch das Fahrverhalten. Deswegen kontrollieren Sie es gerade jetzt so in der Übergangszeit, bis wir so im Sommer angekommen sind, vielleicht mal ein bisschen akribischer, als Sie das normalerweise sowieso schon tun. Machen Sie das zu Hause oder eben auch mal unterwegs, wenn Sie in der Lenkung merken, beim Fahrverhalten, Mensch, irgendwas ist da schwammig, irgendwas ist da komisch. Vielleicht haben Sie auch einen Sensor im Auto drin, der Ihnen den Luftdruck anzeigt. Bei mir ist das so und ich kontrolliere das also schon ganz gerne mal zwischendurch, weil ich natürlich auch dafür Sorge tragen möchte, dass ich immer den perfekten Reifendruck im Auto drin habe, allein schon wegen des Spritverbrauchs. Ja. Ich sag mal, ein zu platter Reifen kann dazu führen, dass du auf 100 Kilometer mal schnell einen Liter mehr verbrauchst und bei den Spritpreisen möchte man das nicht. Von der Handhabung denkbar einfach, genauso wie an der Tankstelle auch. Bei den moderneren Geräten, Sie haben oben ein LCD-Display drauf und können dann damit mit Plus und Minus den sogenannten Solldruck einstellen. Übrigens finden Sie den richtigen Reifendruck in der Regel auf einem Aufkleber im Holm der Fahrertür. Da müsste in den meisten Fällen der richtige Luftdruck ausgewiesen sein. Den stellen Sie dann ein, beispielsweise 2,8 bar oder 2,3 bar wie bei mir, je nach Reifendimension und je nach Fahrzeugtyp. Und dann docken Sie ganz einfach das Ventil dran und drücken auf das Knöpfchen. Der Kompressor wird so lange pumpen, bis der gewünschte Druck erreicht ist und dann automatisch aufhören. Klingt lustig, ja, aber ist mitunter sinnvoll. Natürlich sind wir jetzt auch in einer Zeit angekommen, wo der ein oder andere ganz gerne wieder sein Fahrrad flott machen möchte. Auch da wird mit Sicherheit ein bisschen zu wenig Luft im Reifen drin sein. Bevor Sie sich ein Ei oder eine 8 oder was ins Rad reinfahren, weil Sie zu wenig Reifendruck haben, kontrollieren Sie auch das bitte ganz einfach mal vor der ersten Fahrt. Da bei mir beispielsweise im Mountainbike habe ich, glaube ich, 3 bar Druck drin. Komme ich sehr gut mit zurecht, aber auch das ist eben ganz individuell. Das Schöne ist, dass das Ganze eben auch mal in einer schlecht beleuchteten Garage oder in einem schummrig beleuchteten Keller passieren kann, bevor Sie losfahren. Sie haben vorne eine LED-Lampe mit dran, die Ihnen das entsprechend anzeigt. Weiterer Punkt, warum unsere Kunden gerne bei diesem Kompressor zugreifen, ist dann auch vielleicht der bevorstehende Urlaub oder auch mal der Ausflug ins Freibad oder an den Baggersee. Mit diesem Kompressor kannst du und die Akkus, die du dafür brauchst, sind mit dabei, auch jederzeit mal die Schwimmflügelchen aufpusten oder mal so einen Schwimmreifen oder mal
so ein Gummiball mal für die Spielerei im Wasser, bitte für eine Luftmatratze oder für ein Luftbett oder was, ist die zu schwach auf der Brust. Aber für so kleine Geschichten kannst du die auch mal ohne weiteres nehmen. Das Ganze ist akkubetrieben und sei auch noch mal erwähnt, dass man den Akku des Gerätes auch hier gerne mal am 12-Volt-Anschluss im Auto wieder aufladen kann. Sie kennen das, das beste akkubetriebene Gerät nützt Ihnen nichts, wenn der Akku leer gelaufen ist. Deswegen laden Sie es ganz einfach bei der Fahrt auch vielleicht mal zum Freibad oder zur Tankstelle ganz einfach mal auf. Und dann haben Sie jedes Mal hier mal einen zuverlässigen Akkukompressor dabei, eben für verschiedenste Einsatzbereiche. Also nochmal bitte, ein richtiger Reifendruck kann elementar sein und das ist genau das richtige Gerät dafür. Ja, und wir sehen hier gerade mal den Preis bei Pearl.de und hier sehen wir sind bei knapp 60 Euro, aber Ihr TV-Sonderpreis liegt hier und heute bei 35 Euro, also nutzen Sie gerne hier diesen Preis aus, weil das ist wirklich fantastisch. Hier in unserer Sale-Out-Sendung, die Bestellnummer ist die NX 9789 und natürlich die 569. Aber wir machen auch schon weiter mit dem nächsten Thema, ich habe es Ihnen schon gesagt, nämlich eine Kfz-Starthilfe. Ja. Und da ist man ja auch manchmal wirklich in brenzlicher Situation, wenn die Autobatterie nicht mehr anspringt. Ist mir ja auch im Winter passiert. Ja, stehe ich hier wieder und wollte nach Hause fahren, drehe den Schlüssel und nichts passiert, dann stehst du natürlich da. Und Sie kennen das Dilemma natürlich, da muss man immer schauen, ob man denn eventuell ein zweites Auto findet. Und das Ganze muss dann natürlich auch noch mit einem Überbrückungskabel passieren. Dann muss man gucken, dass man Nase an Nase bekommt. Also unglaublich umständlich. Dabei machen sogar große Automobilclubs mittlerweile jetzt hier also auch schon diese Überbrückung quasi oder die Wiederaufladung einer Autobatterie jetzt nicht mehr mit dem Überbrückungskabel, sondern mit einer sogenannten Powerbank. Und genau die haben wir jetzt hier kurz dazu gesagt, dass sie natürlich auch die entsprechenden Polklemmen oder auch Krokodilsklemmen genannt für den Anschluss an die Autobatterie mit im Lieferumfang enthalten haben. Und die Powerbank ist so ausgestattet, dass sie bis zu 400 Ampere in der Spitze abgeben kann. Einfach formuliert, du kannst hier Fahrzeuge oder Batterien in Fahrzeugen im Benzinbereich bis 3,5 Liter Hubraum, bei den dieselbetriebenen Fahrzeugen bis zu 3 Liter Hubraum ohne weiteres wieder flott machen. Und es geht so schnell. Ja, mein Auto ist auch mittlerweile im 7. Jahr angekommen. Dementsprechend alt ist auch meine Batterie. Dass das bei den Temperaturen mal passieren konnte, war eigentlich klar. Seitdem mir das passiert ist, habe ich mittlerweile auch so eine Starthilfe-Powerbank immer mal im Auto. Ja, man hat nicht immer den Luxus, hier gerade bei Pearl TV auf dem Hof zu stehen und mal den Zugang zu so einem Gerät zu haben. Deswegen habe ich vorgesorgt und habe mir mal eine bestellt. Wenn es mir nochmal passiert, kann ich jetzt hier ganz einfach in Sekundenbruchteilen übrigens die Batterie wieder flott machen. Bitte, wenn die Batterie leer ist und Sie haben das Ganze überbrückt mit Hilfe dieser Powerbank, nicht gleich nach 5 Kilometern den Motor wieder ausmachen. Drehen Sie da ruhig mal eine extra Runde, investieren Sie den halben Liter Sprit und fahren Sie mal so 10, 15 Kilometer. Die Lichtmaschine sorgt dann dafür, dass die Batterie weiterhin wieder aufgeladen wird. Also ein nützlicher Helfer für verschiedenste Situationen. Eine leergelaufene Batterie kann keiner gebrauchen, aber sowas passiert natürlich auch immer dann in Situationen, wo man es überhaupt nicht gebrauchen kann. Ja. Bei Eis und Schnee oder bei Schmuddelwetter, bei Regen, irgendwo in der dunklen Ecke oder so. Also da sind Sie froh, wenn Sie sich da auch mal selber behelfen können. Das ist ein Mehrfachgerät. Sie haben natürlich auch noch eine schöne LED-Beleuchtung mit dabei, auch mal für den Notfall übrigens. Sieht so ein bisschen aus wie so eine amerikanische Polizeisirene, oder? Ja, das so sieht. Ja, aber das braucht man in der Dunkelheit. Ja, mitunter ja. Ich habe ja auch schon mal mit einer Panne am Straßenrand auf der A3 gestanden. Und irgendwann ist die Batterie natürlich auch mal leer gelaufen. Und da ist man froh, wenn man nochmal so ein zusätzliches Licht vielleicht mal so als Alarmgeber zur Verfügung hat. Ja. Unabhängig davon reden wir natürlich hier von einer Powerbank. Und die meisten, die ein Smartphone haben, kennen das Prinzip einer Powerbank. Das ist quasi auch mal so eine Reserveenergie für dein Smartphone, für deine USB-Geräte. Deswegen haben wir an der Seite also auch noch die USB-Anschlüsse mit dabei. Kannst also auch mal jederzeit hier dein Smartphone wieder hochladen. Kurz noch erwähnt, dass diese Powerbank 12.000 mAh im aufgeladenen Zustand hat. Das heißt also auch mal so ein Handy-Akku lässt sich locker 2-3 Mal wieder mit Strom versorgen. Und das ist der Grund, warum wir sie als Notebook-Powerbank im Programm führen. Du kannst mit dieser Powerbank auch jederzeit mal einen Laptop oder ein Notebook wieder flott machen. Da es Dutzende von verschiedenen Herstellern gibt, sind insgesamt 8 Adapter mit dabei für die Dells, die Acer, die Hewlett-Packard, die Lenovos und so weiter dieser Welt. Da wird garantiert auch für Ihr entsprechendes Laptop- bzw. Notebook-Modell
der passende Adapter mit dabei sein. Das Ganze kommt zu Ihnen mit einem wirklich überschaubaren Gewicht. Das ganze Paket wiegt kein komplettes Kilo und vor allen Dingen wird es geliefert in so einer praktischen Transporttasche, wo Sie all die Adapter und so weiter sehr schön komfortabel transportieren können. Ich habe mir eine ins Auto gelegt nach meiner letzten Erfahrung im letzten Winter. Kann auch im Sommer passieren. Dann haben Sie mal irgendeinen blöden Stecker drin gelassen oder haben mal eine Beleuchtung im Innenraum des Autos angelassen und gehen arglos mal 3-4 Stunden irgendwo hin und kommen wieder, bombs, ist die Batterie leer gelaufen. Das passiert bei älteren Modellen genauso wie bei neuen Modellen. Und wenn Sie sich da mal eben schnell mit ein paar Handgriffen oder was selber helfen können und aus dieser misslichen Situation befreien können, ist mit Sicherheit auch Ihnen dann in dem Moment richtig gut geholfen. Also ein sehr schönes Modell und auch das kriegen Sie heute zu einem sehr günstigen Preis. Ich habe seinerzeit noch mehr dafür bezahlt. Ja, und wir schauen jetzt auch uns mal den regulären Preis an. Und hier sehen wir, regulär wären wir bei 70 Euro bei Pearl.de, dort auch schon als Preis-Sit. Aber Sie schauen natürlich gerade Pearl TV, das ist wirklich nämlich sehr clever. Und Ihr TV-Sonderpreis liegt hier und heute bei nur 49,99 Euro. Und das kann ich Ihnen wirklich nur ans Herz legen, einfach hier diese Kfz-Starthilfe und eben auch die Powerbank immer mit dabei zu haben. Sie haben hier auch noch dieses Notfalllicht, finde ich auch wirklich fantastisch. Also das ist auf jeden Fall ein Muss, vielleicht auch nicht nur um sich selbst zu helfen, sondern auch mal anderen zu helfen, weil ich glaube, das kann wirklich jedem passieren und jeder freut sich dann über Hilfe. Aber jetzt bleiben wir mal im Auto und jetzt haben wir nämlich noch einen unbestechlichen Zeugen für Sie. Ja, und da schicken wir Ihnen keinen nach Hause, der immer neben Ihnen sitzt und genau darauf achtet, dass Sie auch vernünftig Auto fahren. Gerade jetzt in dieser Woche, ich weiß nicht, ob Sie es der Presse entnommen haben, wir haben hier Speed Week. Ja. Das heißt, im Moment wird also wie wild geblitzt. Also selbst ich achte mal etwas peinlicher auf die Geschwindigkeitsbegrenzungen, weil das ja mittlerweile richtig teuer geworden. Aber es gibt natürlich mitunter mal Situationen im Leben eines Autofahrers, das werden Sie selber wissen, wenn Sie schon ein paar Jahre hinterm Steuer sitzen, die mitunter durchaus zweifelhaft sein können. Und damit meine ich noch nicht mal Unfälle. Das kann auch schon mal sein, dass man von mir aus mal über eine gelbe Ampel fährt. Jemand anders war der Meinung, die Ampel war rot. Das kann ganz schnell zu einem Fahrverbot führen, zu Punkten und natürlich zu horrenden Strafen. Das kann mal ein Wildunfall sein. Und da weiß ich leider aus persönlicher Erfahrung, wie unangenehm sowas sein kann. Ich habe vor knapp 5 Wochen hier bei uns im Mittelgebirge Solling auf dem Weg nach Hause habe ich ein Wildschwein erwischt. Ja. Ja, das konnte man am Fahrzeug erkennen. Wenn du das Tier aber nur streifst, dann bist du natürlich irgendwo in der Beweispflicht, um einen solchen Schaden dann auch mal mit der Versicherung abrechnen zu können. Das ist ja ein Teilkaskoschaden. Bei mir ging das Gott sei Dank reibungslos durch, aber nicht jeder hat dieses Glück. Aber du hast natürlich auch mal Situationen, wo es mal zu einem Unfall kommt. Jetzt sitzt du alleine im Auto und fährst so vor dich hin und auf einmal nimmt dir einer die Vorfahrt und rammt dir ins Auto rein und da steigen 3 Personen aus. Ja, die haben natürlich alle exakt das Gegenteil gesehen von dem, was du dann da behauptest. Und das Schöne ist, die Aufnahmen einer solchen Dashcam, das hier übrigens mal Originalaufnahmen unserer Kamera hier, die sind mittlerweile vor Gericht. Sollte es denn also wirklich so weit kommen, dass vielleicht mal so eine Nummer mal vor Gericht landet, ohne weiteres als Beweismittel zulässig. Den Beweis werden wir gleich auch noch antreten. Das ist seit einigen Jahren schon so. Und das Schöne ist, dass Sie hier eine Kamera bekommen, die in einer brillanten, wirklich absolut brillanten Qualität all das aufzeichnet, was sich vor Ihren Augen tut, was vor dem Auto passiert. Und bitte, da wird nicht nur die schnöde Straße gefilmt, also nicht nur der schnöde Asphalt, sondern auch nach rechts und nach links. Also Sie sehen hier auch diese kleinen Wege aus der Seite heraus oder, sagen wir mal, das ist ein Ultraweitwinkelobjektiv. Gleichzeitig sehen Sie aber auch ein Bild von Diana unten links. Ist Ihnen aufgefallen, ja? Und dieses Bild kommt von der zweiten Kamera. In dieser sogenannten Dashcam. Die lässt sich drehen, die lässt sich einstellen. Im sinnvollsten Fall drehen Sie die vielleicht ins Fahrzeuginnere. Sag mal, wenn nichts passiert, haben Sie schöne Aufnahmen von den Kindern, die hinten drin sitzen und Stadt, Land, Fluss spielen. Im schlimmsten Fall aber haben Sie mal einen Unfall, der von hinten rechts kommt oder von hinten links. Ja. Die Kamera filmt also nicht nur ins Fahrzeuginnere, die filmt natürlich auch hinten durch die Heckscheibe durch oder auch durch die Seitenscheiben. Und damit haben Sie quasi bei den zwei Kameras mehr oder weniger eine 360-Grad- Rundumüberwachung. Ingo hat sie auch getestet. Ja, unser kleiner Rennfahrer, Kamikaze Ingo, war hier unterwegs. Und hier sehen wir mal diese GPS-Funktion, die nicht alle Kameras haben. Dieses Modell hat sie. Das heißt, du kannst ganz einfach sehen auf der Karte oben rechts, wo befindest du dich, wann bist du unterwegs, wie schnell bist du gefahren. Übrigens auf das Stundenkilometer, auf Stundenkilometer genau, anders als bei dem Tacho, ja. Kannst du hier wirklich auf Stundenkilometer genau hinschauen. Und wenn mal eine strittige Situation kommt,
Du bist mal geblitzt worden beispielsweise und du bist dir sehr sicher, dass du dich also an die Verkehrsregeln gehalten hast. Oder du fährst mal irgendwo und es kommt zu einem Unfall und dein Gegenüber sagt, der ist ja aber in der 70er-Zone, ist der mit 150 lang geschossen, ich hatte ja gar keine Chance. Mhm. Wir kennen diese Diskussion alle. Dann können Sie jetzt hier diese Aufnahmen auch gerne mal auf dem Computer beispielsweise als Beweismittel vor Gericht mal vortragen und sagen, pass mal auf, das ist passiert. Ja. Die Kamera hat genau die Situation gesehen, wie sie war. Ein unbestechlicher Zeuge eben. Wir waren zu dieser Uhrzeit, an diesem Tag waren wir an dieser Stelle unterwegs und die Geschwindigkeit beträgt, wie an dieser Stelle zugelassen, 70, 50 oder von mir aus 100 Stundenkilometer. Ein ganz tolles Modell. Monikas Kamera hat sich jetzt gerade mal angeschlossen. Die piepst ein bisschen, ja, die meckert mit uns quasi, weil wir keine Speicherkarte drin haben. Wenn Sie das Meckern abstellen möchten, das macht Sinn, wenn Sie die Aufnahmen speichern wollen, haben wir gleich da die passende Karte für Sie. Alles in allem ein tolles Modell, übrigens auch mit Infrarot-Nachtsicht ausgestattet. Wir sehen das an der rechten Kamera. Das heißt also auch in der Nacht hast du gestochen scharfe Aufnahmen. Ich sag mal, wenn wir hier schon von einer 80-Euro-Kamera mit Q HD-Funktion sprechen, also brillant von der Auflösung her, dann gehört da natürlich auch eine vernünftige Nachtsicht dazu. So, jetzt, guck mal, jetzt kann man hier sehr schön sehen, das ist das, was wir gerade im kleinen Bild gesehen haben, so eine Art Bild im Bild. Du kannst jetzt hier auch mal hinten aus der Heckscheibe rausschauen, auch mal rechts und links durch die Seitenscheiben raus. Wenn dir jetzt von hinten mal einer rauszieht, ja, und titscht dir mal den Heckkotflügel an oder sowas alles, du kriegst das ja gar nicht mit. Also ich weiß noch, mein Wildunfall auf dem Solling, ich habe das erste Schwein noch laufen sehen und wollte noch bremsen. Ah, papam, ja. Ja? Ja. Das geht so unfassbar schnell. Ja. Ich wusste, dass 300 Meter weiter ein Parkplatz kommt, deswegen bin ich weitergefahren. Und als die Polizei dann kam, ja, wo ist denn das passiert? Ich so, ja, hier 300 Meter die Straße runter. Ja? Die sind dann also auch hingefahren, es war stockfinster, du konntest die Hand vor Augen nicht erkennen. Ich hatte keine Taschenlampe im Auto und gar nichts. So, verzeihen Sie mir bitte, ich wollte den Unfall nicht verlassen, aber ich bleibe nicht da vorne im dunklen Wald stehen. Der nächste fährt mit 120 um die Kurve. Mhm. Sieht mich zu spät und haut mir noch mein Auto auf die Seite. Nee, weg. Das hast du richtig gemacht. Oder? Ja, also ist, wie gesagt, vernünftig verlaufen. Und in so einem Fall hast du natürlich auch mal einen entsprechenden Zeugen, ja, der gesehen hat, wie das Tier auf das Auto zugelaufen ist. Mitunter bist du ja auch in der Beweispflicht. Du kriegst auch Ärger mit dem Förster und so weiter, mit den entsprechenden Forstämtern, wenn du einen solchen Schaden nicht meldest. Ja, und natürlich auch Stress mit der Versicherung. Mhm. Kann ja jeder kommen und sagen, ja, mir ist ein Wildschwein ins Auto gelaufen. Ja, das sieht aber so eher aus, als wenn sie einen Pöller erwischt hätten, ja, oder sowas. Damit kannst du quasi beweisen, was passiert ist. Auch Rotlichtverstöße oder eben auch mal Geschwindigkeitsübertretungen, die vermeintlich keine waren. Oder Situationen, die vermeintlich zu einem Unfall geführt haben. Die Gegenseite behauptet das und sie wissen ganz genau, sie haben nichts falsch gemacht. Lassen sich natürlich jetzt hier mit so einer Kamera ganz anders nachweisen. Mhm. Wenn Sie eine Fahrt ins Ausland vorhaben beispielsweise, dann wäre das auch mal ein ganz interessantes Thema. Vielleicht auch mit einem Campingmobil oder sowas. Sie wissen, das ist immer eine ganz andere Dimension an Auto. Und da passiert es natürlich auch schon mal, dass man vielleicht hier und da mal was mitnimmt, was man eigentlich nicht mitnehmen sollte. Wenn ein Schaden entsteht, wird es sehr schnell, sehr teuer. Und ich glaube, mit so einer Kamera können Sie das ein oder andere verhindern. Ja, nicht unbedingt den Unfall an sich, aber Sie können die Beweisführung anders antreten. Ja, und auch hier schauen wir natürlich mal auf den regulären Preis. Und hier sehen wir bei Pearl.de, wären wir bei 111 Euro. Aber Ihr TV-Sonderpreis liegt hier und heute bei nur 79,99 Euro. Das ist wirklich ein unschlagbarer Preis für eine so leistungsstarke Dashcam. Also ich kann Ihnen die wirklich nur ans Herz legen. Damit ersparen Sie sich wirklich viele weitere Kosten und auch so viel Aufwand und Streit, den es manchmal gibt. Und ich kann Ihnen auch nur raten, apropos Versicherung, manche provozieren auch einen Unfall. Auch da sind Sie dann nochmal auf der sicheren Seite. Ja. Gibt es ja auch immer mehr. Aber genau das, was meine Kamera jetzt hier anzeigt, die Speicherkarte, die zeigen wir Ihnen auch jetzt. Die müssen Sie natürlich auch einlegen und das werde ich auch gleich hier machen. Ja, also die beste Kamera nützt Ihnen gar nichts, ja, wenn Sie keinen Speicher drin haben. Dann, ja, sieht die Kamera das zwar das, was sich vor Ihrem Auto oder hinter Ihrem Auto so abspielt, aber gespeichert werden kann dann eben nichts. Richtig. Und deswegen bestellen Sie sich doch bitte, um das Paket rund zu machen, einfach eine passende Speicherkarte mit dazu. Wichtig wäre klar bei dieser QHD-Auflösung, dass Sie eine vernünftige Speicherkarte haben, eine Class 10. Und genau die haben wir jetzt hier. 128 GB reicht aus, um hier sicherlich eine ganze Menge an Material aufzuzeichnen. Das ist übrigens eine Endlosschleife. Das heißt, wenn dann irgendwann die Karte voll ist, wird die älteste Aufnahme automatisch wieder überschrieben. Übrigens hat die Kamera auch einen G-Sensor. Keine Angst übrigens, wenn Sie also im Eifer des Gefechts irgendwelche Knöpfchen drücken, ja, Sie können die Aufnahme nicht löschen. Die Kamera registriert, dass eine starke Bremsung stattgefunden hat oder eben ein Aufprall im Fahrzeug. Und diese Datei, die genau diese Situation aufgezeichnet hat, ist in dem Moment schreibgeschützt. Kann man am Rechner wieder löschen, ist dann ein bisschen umständlicher, aber damit
damit man nicht in seinem Igel irgendwelche falschen Knöpfe drückt oder sowas alles, ist das eben dann entsprechend schreibgeschützt. Und wie gesagt, mit der passenden Karte macht es die Geschichte rund und die kriegen sie heute noch für schlanke 10 Euro. Ist ein super Angebot. Ja, unbedingt jetzt zugreifen. Wir haben Ihnen einfach mal so ein paar Produkte gezeigt, mit denen Sie einfach auch sicher unterwegs sind mit Ihrem Auto, aber natürlich hier auch mit dem Fahrrad, nämlich bei dieser Kompressor-Luftpumpe kann ich Ihnen wirklich nur ans Herz legen. Natürlich auch die Kfz-Starthilfe, auch die ist super, super wichtig. Und natürlich auch die Dashcam und dann wünschen wir allzeit eine gute Fahrt.